Am Sonntag ist es soweit. Christian Heidel trifft zum ersten Mal als Sportvorstand des FC Schalke 04 auf seinen FSV Mainz 05. Wir haben ihn vorher hier besucht in seinem neuen Reich. Herr Heidel, kurz davor, was geht Ihnen denn durch den Kopf jetzt vor dem Spiel gegen Mainz? Ja, Gott, kann sich ja jeder vorstellen, dass das für mich auch kein normales Spiel ist, wenn man ja eigentlich 40 Jahre oder noch länger, 45 waren es bei mir, mit einem Verein mitfühlt, mitleidet und auf einmal muss man gegen diesen Club spielen. Jeder fragt mich, wie ich mich fühle. Ich glaube, ich kann es nicht beantworten. Ich werde es erst am Sonntag dann so spüren, wie dieses Gefühl wirklich ist. Sie sind jetzt knapp 5 Monate hier. Wie haben Sie sich denn eingelebt, beziehungsweise haben Sie hier schon so ein bisschen das Gefühl, dass es jetzt Ihr neuer Arbeitsplatz, Ihr Club nach diesem Einschneiden oder dem Einschnitt jetzt in Ihrem Leben? Ja, das schon. Also man muss natürlich unterscheiden. Ich bin jetzt nicht der Typ, der sich nach 4 Monaten jetzt in die Kurve stellt und das Logo küsst. Mainz wird immer was Besonderes für mich bleiben. Mainz ist meine Heimat und das wird auch so sein. Das verstehen die Menschen hier auch. Aber ich habe mich hier, muss ich sagen, sehr schnell eingefunden, fühle mich jetzt hier zu Hause und trotzdem ist Mainz die Heimat. Aber es sind hier tolle Leute. Ich komme mit den Menschen hier im Ruhrpott prima klar. Also ich glaube, dass ich angekommen bin und wenn die Ergebnisse jetzt noch ein bisschen besser wären, ja, dann wäre das insgesamt okay. Also dass das hier anders ist, ist ja klar. Das war ja auch einer der Gründe, warum ich gesagt habe, dass ich in meinem Leben eben was anderes machen möchte. Nicht unbedingt da unten rumkrebsen, aber es ist auch anders. Also insgesamt hat es ja ganz gut geklappt. Aber dass Sie mit 7 Punkten Rückstand auf Mainz 05 in das Duell hier gehen, hätten Sie wahrscheinlich vorher auch nicht gedacht, oder? Also ich habe Mainz, muss ich sagen, ganz, ganz sicher zugetraut, dass man eine vergleichbare Rolle spielen kann wie im vergangenen Jahr, weil die Mannschaft ja bis auf 2 Ausnahmen zusammengeblieben ist. Ich muss sagen, Rufen hat da fantastischen Job gemacht, gute Leute geholt. Das hatte ich schon. Aber natürlich sind wir nicht davon ausgegangen, wo wir wissen, dass es ein großer Umbruch auf Schalke momentan ist, dass wir nach 6 Spielen nur 4 Punkte haben. Also davon sind wir natürlich nicht ausgegangen, auch wenn es dafür den einen oder anderen Grund gibt. Aber wir müssen da unten raus, das ist keine Frage. Schlagen dann am Sonntag trotzdem 2 Herzen in Ihrer Brust oder ist im Moment der neue Arbeitgeber und die Situation doch eher ausschlaggebend, dass Sie sagen, die 3 Punkte bleiben hier auf Schalke? Ja, ich glaube, das wird doch jeder Mainzer verstehen, dass ich jetzt in diesem Spiel, in den 2 Spielen nicht Mainz die Daumen drücken kann. Also dann würden die Schalker denken, hat das noch alle. Für uns ist es ein extrem wichtiges Spiel, aber ich werde sicher nicht derjenige sein, der, sollten wir ein Tor schießen, was ich mir wünsche, da rumhüpft wie sonst einer. Also dafür sind meine Gefühle für Mainz natürlich immer noch da. Und wenn ein Bundesligaspieltag ist und wir nicht parallel spielen, dann schaue ich mir auch das Mainz-Spiel an. Das ist was ganz Komisches für mich, weil ich sowas ja nie kannte und drücke da immer die Daumen. Dann ein Tipp für Sonntag, wie geht's aus? Ja, ich hoffe natürlich, ich weiß, wie schwer es wird. Ja, ich weiß, dass Schalke sich gegen Mainz immer schwer getan hat und das wird sicherlich auch am Sonntag der Fall sein, aber für uns wäre es natürlich extrem wichtig, wenn der Dreier da bleibt und ab diesem Spiel gönne ich Mainz wieder alle Punkte. Dankeschön. Danke auch.